Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Tales of Sealer 2. Ich bin es, der MC Muffix. Im letzten Part waren wir in der Hilliburg-Festung und haben uns dort umgeschaut und einige schöne Sachen erlebt, Leute. Wir haben Elise und Tepo wiedergefunden und dann lief auf einmal irgendwas merkwürdig. Wir sind, ich weiß nicht, in eine Paralleldimension oder irgendwo hingereist, wo auf einmal Volt wieder war. Und wir mussten gegen Volt, den wir in Tales of Sealer 1 besiegt haben, nochmal kämpfen. Warum, wieso, wir wissen es nicht. Zumindest sind wir dann wieder zurückgegangen und Balin, den wir hier gefunden haben, glücklicherweise unverletzt, hat uns gesagt, dass sie eigentlich Volt niemals nochmal herstellen würden, weil er viel zu gefährlich ist. Und dann wurde es noch schlimmer. Musette, unsere alte Freundin, kam und hat gemeint, dass Mila entführt wurde, oder nicht entführt worden ist, aber verschwunden ist. Wo lässt sich bitte der Herr der Geister hin wo verschwindet der bitte? Leute, Fragen über Fragen. Eine kurze Sache, vielleicht ganz interessant hier, in der Xyla-Enzyklopädie habe ich was hier über Kresnik gelesen. Wir wissen ja, Luger Kresnik, Lanzer von Kresnik, angeblich der erste Mensch, dem es gelang, Maxwell zu beschwören. Legenden zufolge besaß Kresnik der Weise eine mächtige Lanze. Die riesige Waffe der Raschogul-Armee, die den Namen Lanze von Kresnik trug, basierte ebenfalls auf dieser Legende. Ganz interessant eigentlich hier, was man hier alles liest. So, aha, alles hier. Oh nee, das ist nicht interessant. Der Typ ist sicher nicht interessant. Hier, für die Leute, die Tales of Sealer 1 nicht gespielt haben. Aber das war mir jetzt auch ein bisschen neu. Weil über den Kresnik wurde ja auch nicht so viel gesagt. Aber. So, Balin? Irgendwo warst du doch wieder, oder? Hallo, seid ihr unterwegs zum Forschungszentrum? Soll ich euch was zeigen? Ja, nein. Hä? Achso, der bringt mich dann auf die andere Seite schnell wahrscheinlich. Ich will aber eigentlich hier raus. Balin. Ich kann euch den Ausgang zur Russello-Höhlenstoße sagen. Möchtet ihr? Ja, möchten wir. Gut. Oh, ich befürchte nur gerade, das wäre jetzt ganz dumm. Oh, das wäre jetzt ganz dumm, wenn wir da Aufträge erstmal erfüllen müssen, damit wir hier nach Markburg gehen können. Denn dort wollen wir als nächstes hingehen. Wir sind ja immer noch, auch wenn hier sich größere Sachen anbahnen hier mit den Spiriten, mit diesen Paralleldimensionen und was auch hier immer noch auf uns zukommt. Natürlich Mila auch hier, Herr der Geister. Sind wir immer noch auf der Suche hier nach Julius, unserem Bruder hier, der ja irgendwo hin verschwunden ist. Wohin, wissen wir nicht. Aber finden müssen wir ihn, Leute. Und dazu waren wir jetzt in der Heliburg-Festung, haben wir im Endeffekt nichts herausgefunden. Was natürlich super ist. Und als nächstes haben wir noch eine Information, dass irgendwas in Markburg sein sollte. Also irgendwelche Informationen. Und deswegen reisen wir jetzt erstmal nach Markburg. Ich hoffe, wir dürfen da überhaupt hin. Hier. Natürlich. Natürlich. Wunderbar. Zahle einen Teil der Schulden ab. Ich habe doch schon voll viel Schulden abgezahlt. Ich habe da sogar nochmal extra hier Schulden. Nochmal 10.000 bezahlt. Reicht es immer noch nicht. Oh, das wäre jetzt echt dumm. Warte mal, aber... So, warte mal. Karte. Hä? Wie geht nochmal die Karte auf? So, nein, nicht die Karte. Haben wir keine Weltkarte mehr? Haben wir echt keine Weltkarte mehr? Das wäre irgendwie voll dumm. Weil früher hatten wir immer hier auf der Taste hatten wir eine Karte, wo wir auf die Welt zugreifen konnten. Ich muss ja gleich mal in die Option schauen. Bla, 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 Minikarte, drehend, Essen, Ereignisliste, Lilienkugel. Oh, willst du mir sagen, es gibt keine Schnellreisefunktion mehr? Wenn das jetzt echt so der Fall ist, dann müsste ich mich gerade voll ärgern. Also, um das zu erklären, in Tales of Sealer 1 gab es eine Funktion, dass ich eben, wenn ich auf den linken Stick gedrückt habe, eine Karte geöffnet habe. Das war eine Weltkarte und ich konnte mit dieser Weltkarte zu allen Sachen sehr schnell reisen. Also überall, wo ich schon mal war, egal wie oft, wie auch immer, konnte ich immer sofort hinreisen. Und so wie es aussieht, ist das weg. Hammergeil. Super, ein super tolles Feature, einfach mal rausstreichen. Superschön. Habe ich die Katze jetzt gefunden? Da ist doch eine Katze. So, Kekse, wunderschön. Das wäre jetzt gerade echt dumm. Weil dann müsste ich jetzt den ganzen Weg so zurücklaufen. Oh, das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Aber scheint mir fast so. Wunderbar. Superschön. Oh, Leute. Gut, dann können wir jetzt erstmal den ganzen Weg hier zurücklaufen. Aber warte, es gibt echt keine... Also, es war auf dem linken Stick. Ich irre mich da jetzt nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, rechter Stick passiert gar nichts und linker Stick öffnet sich nur diese dumme Essensliste. Warum? Hier sind wir nur wieder beim Zahlen und... Ja, wir könnten auch eigentlich grinden, also kurz. Ich denke, das ist sogar fast die bessere Idee. Also bevor wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen,
Würde ich sagen, ist das die bessere Idee, wenn wir jetzt einfach eine Weile grinden. Wir könnten auch ein bisschen Krempel verkaufen, wenn hier irgendwo ein Shop wäre. Es läuft alles so schlecht, Mann. Diese verdammten 20 Millionen Schulden. Wie kann man bitte 20 Millionen Schulden abzahlen? So, wir machen das jetzt anders. Wir tun hier einfach Gegner zusammenkloppen. Schauen wir mal, wie viel geil. Warte, wie viel haben wir jetzt? 5400. So, das geht schneller, als wenn wir jetzt da den ganzen Weg zurücklaufen und Aufträge nochmal neu annehmen. So, 5400, komm. Zack, schnell fertig machen. Bam, Verbindung raus. Wunderbar. Nächster Gegner. Zack. Komm, zu den Knarren wechseln. Seht ihr, da hält auch mal die Zeit an, wenn man hier was auswählt. So, 159 Grad. Okay, das könnte doch eine Weile dauern. Es ist so fies, Mann. Das heißt, ich kann den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Hammer cool. Dann Aufträge erfüllen. Hammer cool. Dann und dann den ganzen Weg nochmal hier zurücklaufen. Sehe ich das echt richtig? Wir machen einen ganz kleinen, süßen, akrobatischen Cut. So, da sind wir wieder. Es hat einen speziellen Grund, warum ich jetzt hier bin. Denn wir werden jetzt sterben. Wir kämpfen jetzt gegen das Monster hier. Das ist ein Secret-Gegner aus Testeziele 1 gewesen. Einer der stärksten Standard-Gegner überhaupt. Also, es war jetzt keiner von diesen, wie heißen sie? Teufelsbestien? Aua. Es war keiner der Standardbestien, also dieser Teufelsbestien eben, durch die man Waffen bekommen hat. Es war einer, es gab drei solche Kreaturen, die eben so ultra stark waren. Hier ist jetzt nicht annähernd so stark, weil der war, also der war einer der stärksten Gegner überhaupt. Deswegen sieht man hier schon, er ist deutlich schwächer. Und scheinbar können wir ihn sogar ganz gut besiegen hier mit. Oder auch nicht. Er absorbiert einfach mal unsere Schläge. So, wir versuchen jetzt gegen ihn zu kämpfen, weil ich bin mir sicher, dass das ein Monster war, was in dieser Elite-Liste da war. So, komm. Er macht so viel Schaden. Finde ich gar nicht gut. Blubberblase. Kann ich mal weg. Oh, wir müssen mal. Warte mal. Wir müssen mal eins dieser hässlichen Viecher hier alle machen. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. So. Wir müssen aufpassen. Ah, oh, das ist ein harter Kampf. So. Jetzt Verbindungskanone. Sehr schön. Okay, wie viele. Wir haben schon das Leben. Warte. Resistenz? Gegen alles. Außer gegen Poffhammer, oder? Sehe ich das richtig hier? Okay, cool, cool. So, das heißt, wir müssen im Endeffekt im Nahkampf auf ihn draufgehen. Nahkampf ist unsere effektivste Waffe. Damit können wir Powertreffer landen und das ist immer ganz gut, okay. So. So. Hau mal hier die Artis raus. So, okay, zu mehr reicht leider nicht mehr. Okay, also mit der Pistole müssen wir ja gar nicht anfangen. Das bringt gar nichts. Deswegen können wir hier einfach nur mit unseren Klingen draufhauen. Hoffen, dass unsere Teamkollegen uns heilen, weil sonst ist es sehr schlecht für uns aus. Weil ich kann mich nicht richtig auf die Viecher. Alter, wir ziehen gar kein Leben, wir haben noch 43.000. Wir sind gleich down. Ich möchte ja keinen von meinen Teamkollegen hier kritisieren. Aber heilt mich! Dankeschön. Ach so, mir ist gerade hier die ganze Zeit hier, der liebe nette. Ah, was? Wir machen ihm so wenig Schaden, Mann. Ah! Yeah, wir machen ihm schon mal 1000 Schaden. Warte, 200. Hä? Wenn wir ihm so Schaden machen, dann müssen wir ihm doch mal was abziehen. Warte. Absorbiert er unser Leben und erhält dadurch neues? Oh. Wir sind da, oder? Luga! No! Trank des Lebens. So, und dann. Oh, diese dumme Objektzeit. Hat mich schon in Testosile 1 genervt, dass sie immer so lang war. Oh, diese kleinen Vögel nerven mich gerade voll. Ah, geht mir aus dem Weg. Okay. Ah, oh, wisst ihr, das geil wäre ein Konter. Oh nein, wir sind down, wir sind down, wir sind down. Danke, Elvin. So, das war schön, das war schön. Dann gehen wir mal hinter ihm erstmal. Ah, dann, ja, dann hat er seinen Schwanz, mit dem er uns saumäßig viel Schaden macht. Hammer cool. So, wir müssen aufpassen. Judy Boy, tu dir mal ein, Rauschengummi, nee, einwerfen. Du musst ja, du bist ja auch fürs Heilen hier zuständig, besonders. So, ich und Elvin kümmern uns um den Dicken hier. So, wir haben im Kampf 20.000 Leben abgezogen. So, sehr schön. Zack. Nur Leben. Wunderbar. Es ist so mies, Mann. Warum zieht man ihm die ganze Zeit kein Leben ab? Ich verstehe es nicht. So. Jetzt hat Elise keine TP mehr. Jetzt wird es richtig schlimm. Orangengummi haben wir aber genügend.
Ich bin da. Nee, ich bin schon wieder da. Alter, das war dumm von mir. Das war richtig dumm von mir. Kann mich einer von euch wiederbeleben? Oder könnt ihr noch keinen Wiederbelebungsmove? Das wäre gerade echt schlecht. Okay, dann brauchen wir jetzt einen Trank des Lebens erstmal. Warte, hä? Schmankerl? Achso. Achso, das war ein Schmankerl. Ich dachte mir schon, wir haben nur noch einen Trank des Lebens. Das wäre echt schlecht. So, dann kurz die Objektzeit abwarten. Wir haben eh nur noch so wenig Leben. Dann werf ich jetzt hier mal einen Schmankerl rein. 30% KP wiederherstellen bei allen. Sehr gut, das kann man gut gebrauchen. So, dann laufe ich kurz weg und... Diese hässlichen kleinen Vögel, Mann, die nerven mich so, dass sie immer von hinten mich angreifen. So. Elvin, da hättest du jetzt nicht genau reinlaufen müssen. Das wäre gar nicht mal so dumm gewesen, wenn du da jetzt nicht genau reingelaufen wärst. Aber egal. So. Wir machen nur Disartes, weil die anderen sind eh alle so uneffektiv. Also, wir wechseln gar nicht auf unsere Pistole auf, wenn das natürlich hier schlau wäre. Aber egal. Machen nur das, den Move, Mann. Das ist eh der, unser effektivster. So, wir können ihn auch nicht hochhauen, was schade ist. So. So, wir müssen uns kurz um den kümmern. So, okay. Es sieht wieder nicht gut aus, wartet. Ah, jetzt kriege ich erstmal einen Schlag gleich von hinten ab. Das wäre ganz schlecht, wenn wir den jetzt abbekommen. Ah. Alter, das ist mies. Der war mies. So, jetzt bin ich aus. Jetzt bin ich aus dem Heilkreis rausgegangen, Mann. Oh! Ich bin aus dem dummen Heilkreis rausgegangen. Er heilt mich und ich gehe eiskalt raus. So, ich kann kein Item verwenden. Und jetzt ist gleich unser nächster Typ hier tot. Oh, der ist ein bisschen zu hart für uns, der Gegner hier. Ein ganz klein bisschen, ungefähr 20 Level. Steig mal an Level 11. Das dürfte unser... Nein. Weg da. Das ist eine Mörderattacke. Ey, wenn wir den echt besiegen würden, das wäre rekordverdächtig. Das wäre echt rekordverdächtig. So. So, schön doch. Elvin, du kannst natürlich auch mit drauf. Und dagegen hätte ich nichts, gell? Mein bloß. Ich hab doch geblockt! So. Du setzt eine Rosengummi ein. So, sehr schön. Verwundenes Ares. Sick. Null Schaden. Warum machen unsere Attacken immer null Schaden, Mann? Erklärt mir das mal jemand. Das sind diese dummen Absorptionsnadeln, auch wenn ich nicht mal weiß, was das ist. Jetzt ist mal ein Power-Treffer mal gelandet. Down. Versteinert. Hammergeil. Instant down. Ja, geil. Der langweilt mich gerade ganz schön sehr. Der langweilt mich ganz schön gerade. So. Tee, du tust dir erstmal wieder ein Orangengummi reinhauen. So. So, warum haben wir schon wieder null Schaden? So, Elvin hat irgendeinen coolen Move gemacht. Hey Leute, wenn wir den schaffen zu besiegen, dann haben wir keine Items mehr. Schnell weg. Ich! Schau dich mal! Wir sind gleich tot, Mann. Wir haben keine dringend Leben mehr. Ich war. Schau dich mal an, wie weit ich weg war von dem Vieh. Ich war einfach mal über eine halbe Area weg von dem. Und er schafft es trotzdem, mich zu treffen. Oh, langweilt mich gerade. So. Zack, null Schaden. Nee, diesmal nicht. 3000 Schaden. Nicht, warum bin ich eigentlich der Einzige, der mal versteinert wird? Ich bin der Einzige, der immer versteinert. Oh nein, jetzt sind drei Charaktere versteinert. Boah. Jetzt hör doch mal. Das ist so ein Mörder. Eine unfaire Attacke, Mann. So. Jetzt macht er wieder den Move. Ha, schau dich mal an, wo ich stehe. Ich stehe links von ihm und ich krieg den Move ab. Aber jetzt krieg ich auch noch die nächste Attacke ab. Ey, der ist so ein unfairer Cheater-Gegner. Ganz ehrlich, schau dich das mal an. So. 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 Kann mich mal einer heilen? Wäre ganz lieb. Bei mir sieht es gerade nicht so gut aus. Ich muss mir jetzt erstmal einen Apfelgummi reinwerfen. Jetzt wird er den Move. Aber er hat nur noch 700 Leben. Ja, mach mal fertig. Oder auch nicht. Hä? Ich kann nicht. Achso, ich hab. Ich frag mich gerade, warum ich nicht mehr Schaden mache.
bitte Trank des Lebens, bitte werft mir ganz schnell einen Trank des Lebens, wenn einer von euch den jetzt tötet, wenn ich nicht lebe. So, komm. Wir müssen alle leben, weil dann kriegen alle Erfahrung. Boah, härtester Kampf bis jetzt überhaupt. Und 98 Erfahrung? Dein Ernst? Oh, das Spiel ist schon scheiße. Das Spiel ist schon echt hart scheiße, Mann. Our stock of healing items is running dry fast. Who's up for a supply run? Das Spiel ist schon echt scheiße. Härtester Fight bis jetzt überhaupt. Härter als jeder Bossfight. Und was kriegen wir? 98 Erfahrung. Kein Ding. Ich fühle mich gerade voll veräppelt, Leute. Das Geile ist, ich habe jetzt alle meine Ressourcen rausgehauen. Also ich habe keinen Trank. Ich muss mir jetzt Trank des Lebens wieder kaufen. Das Coole ist aber, ich habe kein Geld. Und wenn ich mir jetzt Ressourcen kaufe, dann kann ich meine Schulden nicht abzahlen. Ich hasse dich doch alle so sehr, Mann. Ah, jetzt habe ich alles ausgegeben und dachte mir, ja, voll cool. Und jetzt Elite-Monster besiegt. Elite-Monster besiegt. Ah, 98 Erfahrungspunkte. Passt. Sitzt. Ereignisse, die nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben können, stattfinden, wenn du in der Stadt oder in einer Gruppe mit dir sprichst. Ja. Hat man schon mal als Tipp. Bis jetzt hatte man aber nie was dadurch bekommen. So, war mir nur so ein Satz, was wir als nächstes tun sollen. Into you. I've been meaning to give you this. It'll come in super duper handy if you use it right. What is it? It's a family heirloom. My uncle bought it off some home shopping show, but it ended up gathering dust in the closet. What a waste, am I right? So, family heirloom's just a fancy word for trash? I'm sure Luger will put it to good use, though. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Du hast die Objektsphäre erhalten. Ach, Autoobjekte habe ich noch nie gemocht. Das Autoobjekte ist eine Option, die man machen kann. Und das heißt im Endeffekt, deine Teamkollegen werfen dir Items zu. Das heißt im Endeffekt, deine Items hauen. Deine Teamkollegen hauen die Items. Verschwenden deine Items. Mit anderen Worten. Fangen wir das Elite-Monster, wurde besiegt. 12.000 Geld? Ich hab's mir gerade anders überlegt. War eigentlich doch ganz cool. War eigentlich doch ganz ein cooler Auftrag. Ich habe aber keine Aufträge. Warte, kann ich irgendeinen Auftrag? Ich habe alles in Arbeit. Toblan-Höhestraße. Da muss ich eine Katze finden. Rubis Halsband. Oh, ich kann nicht mal Aufträge annehmen. Ich kann nicht mal Aufträge machen. Du bist ja mal wieder nett drauf. Darf ich jetzt? Ich darf immer noch nicht rumreisen. Wie viel Geld muss ich euch denn jetzt noch zahlen? Reicht's nicht langsam mal? Ja, dann hast du nur mal 9000 Geld. Das muntert mich auf. Darf ich jetzt? Endlich weiter. Oh. Hey, since you've kept up with your debt payments, you've been given permission to travel to Marksburg. You're really chipping away at that debt. Not many people handle it this well. She's praising you. Yep. I knew I could count on Julius's little brother. So, gut. Nimm den Zug. Ah, oh, immer mit dem Zug fahren und nicht zu Fuß gehen. So, ich würde jetzt ehrlich gesagt ganz gerne. Warte, Torblan-Höhenstraße. War das die Straße hier? Torblan-Höhenstraße. Weil ich muss jetzt endlich mal diese dummen Aufgaben hier noch erledigen. So, weil sonst ist ja alles hier furchtbar. Noch furchtbar ist jetzt schon. So, nimm den Zug nach Marksburg. Klar, liefere Lukes Halsband. Man kann mal hohe Orte und der ist in Duval. Ja, aber den könnte man echt gut finden. Also wenn der in Duval ist, dann sollte man den eigentlich echt leicht finden. So, hier Auftrag. Hier eine Arbeit. So. Tomatenomelette. Ich weiß nicht, wie mir das geben soll, aber egal. Einlösen. Bestätigung der Restauranthilfe abgeben. Schwachsinn. Da steht niemand, aber ich soll das abgeben. Ich brauche Leder, am besten gegerbtes, sonst lässt es sich schwer zu malen. Und ich werde es jedenfalls nicht selbst gerben.
Meine Katze Ruby wurde gesehen und zwar in Richtung Westen. Sie treibt sich... Ja, okay, das kann man eh nicht machen. Aber wir sollten noch... Ich verstehe nicht, warum wir kein gegerbtes Leder finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich werde, das ist wieder so ein Item. Wir waren nicht im Inventar. Wir waren nicht schlafen, was blöd war. Es ist wieder so ein Item, was wir wahrscheinlich dann 1 Million mal finden. Also, was so ein Item ist, was wenn man es irgendwie mal findet, dann hat man immer 8 davon oder so. Emmerderz. Wunderbar. Ich möchte auch nur bitte ein kleines gegerbtes Leder, weil ich sonst keine neuen Nebenaufgaben annehmen kann. Eisenbahn. Wunderbar. Nein, ich mag euch alle nicht. Geht alle weg von mir. Das Blöde ist, hier sind auch immer die gleichen Gegner und die haben wir schon öfters alle bekämpft und die haben alle nichts hier gedroppt. Es ist alles frustrierend, Leute. Ich bin gerade echt deprimiert. Diese dumme Aufgabe. Ich habe zwar 2000 Gold bekommen, aber trotzdem, wie fies das war. So ein richtiger Gegner. Ich dachte, ich bekomme da jetzt erstmal 8 Level-Ups oder so, weil der war echt hart. Und dann, ja, nee, du bekommst doch durch keine Erfahrung. Was denkst du dir denn? So, Finstertrunk, wunderbar. Kann ich die Gegner anlocken, dass sie mich angreifen? Elementherz, wunderbar. Dann kann ich das Alium-System benutzen, was ich nicht verstehe. So, Bestien. Ihr seid doch alle so fies. Könnt ihr nicht irgendwo eine gescheite Ressource droppen hier? So, greifen wir mal dich an. Oh, und das Schlimme ist, wir müssen jetzt das Tranke des Lebens kaufen. Die sind halt natürlich die teuersten Items, die es gibt. Also in dem Zeit. Aber nee, Schmankerl müssen noch teuer sein. Haben wir auch verbraucht. Wunderbar. Mutter mich gerade voll auf das Spiel. Too easy. Komm, gegerbtes. Warte, welche Gegner könnte gegerbtes lieber fallen lassen? So ein Schwein. Das, wir haben. Es gibt ja diese Wildschweine. Könnten doch, oder? Na, Wildi. Na, Wildi. Na. Oh, süßes Wildschweini. Oh, ganz süßes Wildschweini. Ich hab. Oh. Ja, das war das, was ich natürlich hier lieber an der Autobeck. Nicht verwenden. Nicht verwenden. Nicht verwenden und nicht verwenden. Weil meine Teamkollegen, die ich muss einfach nur so zum Spaß raushauen. Ich hasse euch alle. Und ich muss mir diese dummen Move, diese Blubberblasen-Move muss ich mal dringend wegmachen, weil der ist uneffektiv, der bringt nichts. So. Bam, bam, bam. Immer von der Entfernung schön campen. So gehört sich das. So. Bitte, bitte. Oh, natürlich kein Item, Mann. Ah, ich finde ja auch keine Katze. Es ist alles so grausig, Leute. Gerade ist echt alles in dem Spiel schlecht. So, wisst ihr was? Nein, ist mir jetzt wurscht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt voll entspannt erstmal in den Inn, leg mich da erstmal hin, schlafe erstmal ein Röntchen, fahre dann ganz relaxed und entspannt nach Duval. Tun Duval erstmal schön die Katze suchen und dann nehmen wir eine Nebenaufgabe wieder haben. So, aber davor kaufen wir jetzt erstmal hier Items. Du bist ein Zubehörladen und hier ist keine Person. Cool. Objektdaten. So, den brauche ich. So, Trank des Lebens. 500. Schön, dass wir so viel Geld haben und uns das wunderschön leisten können. Ich werde das melden, sie sich gleich. Oh, du gibst Geld für solche Sachen aus? Wie kannst du es wagen? Schon wieder 6.000. Schon wieder 10.000 müssen wir das nächste zahlen. Übrigens, zur Schnellreisefunktion. Das war ja hier der Auslöser für all den Ärger, den wir hatten. Ich habe mich mal informiert. Also, es gibt die Schnellreisefunktion, aber man schaltet sie ja später frei. Super schön. Ah, hallo Judy Boy. Jude, Kapitel 1, Idealismus und Wirklichkeit. Hi there, you've reached the phone of Leia Rolando. I can't answer your call right now, so please leave a message. So Jude, is that your girlfriend? No, nothing like that. We're just old friends. I can't seem to get her on the phone. You worried something's wrong? No, she's probably just busy with work, like always. At least, I hope that's all it is. Did you used to play in this park when you were a kid, Luger? Oh, right. Must have been nice. I was an only child. Yes? Dr. Mathis, it's Mary. Those pushy people are skulking around the lab again. The one guy says he has a valuable spirit fossil. He's insisting that you trade him your device for it. What? Did he say anything else? Only that it's from one of the great spirits. Apparently he got it through connections. I'd have Director Balin deal with it, but he's at an investors meeting right now. With just us here, we don't know what to do. Stonewall him, Mary. You're in Helioborg now?
I am. I'll be right there. Don't agree to anything he says, okay? And tell everyone else to do the same. She sure talks loud. Sorry, guess you heard her. I have to go take care of that. That was one of the other Spyrite researchers in Helioborg. She seemed a little worked up. Are you sure? I'm going too. Thanks. In that case, let's get to Helioborg. Sprich mit anderen Gruppenmitgliedern in der Stadt, wenn sie ein Ausrufesymbol über den Kopf haben. Kannst du ein besonderes Ereignis mit dieser Figur beginnen? Diese Figuren heißen Figurengeister und sind im Kapitel unterteilt. Bei jedem Figurengeist besteht deine Gruppe aus Luga, der Figur, um die es in die jeweilige Geschichte geht, und den anderen benötigten Gruppenmitgliedern. Die benötigten Gruppenmitglieder werden im Menü mit einem Schlosssymbol angezeigt. Die anderen Gruppenmitglieder können auch nach Belieben in der Stadt ausgetauscht werden. Also kannst du deine Gruppe jederzeit ändern, wenn du willst. Ganz cool, Leute. Dass wir jetzt hier wie gesagt, mehr Background-Story halt von den einzelnen Charakteren haben und so einige Kapitel haben, was echt schön ist. Wir müssen hier nach Hause, glaube ich, gehen. Hier, warte, wir haben doch irgendwie den Nachricht bekommen, dass hier im Erdgeschoss etwas auf uns wartet. Ein Päckchen haben wir. Kitty Crisp. Yeah. Verkürzt die Rückkehrzeit von Katzenkurieren. Moskito. Ein Buch mit dem Luga zugehört. Wow, Minimalschaden. Die geilste Fähigkeit überhaupt. Minimalschaden, für die, die es nicht wissen, ist eine Fertigkeit, die man anlegen kann. Und wenn man sie anlegt, macht dein Charakter 1% Schaden. Ein Punkt Schaden. Einen, wirklich nur einen kleinen. So. Ich habe doch ein paar Katzen hier gefunden, oder? Sieht immer noch so leer aus. Ich habe doch ein paar Katzen gefunden, oder? Dachte ich jetzt zumindest. Na, dann eben nicht. So. Dann gehen wir jetzt mal kurz zur Heliborg für, hier Festung. Und ich suche hier eigentlich die ganze Zeit einen Inn. Ich finde aber keinen. Da vorne ist einer. Okay. Ja gut, das machen wir jetzt hier erstmal. Finde ich ganz interessant hier mit den Nebenereignissen. Aber, wo war ich gerade? Ah ja, also Minimalschaden ist eine Fähigkeit, die brauchen wir. Werden wir niemals in diesem Spiel brauchen. Weil man braucht sie im Endeffekt nur, um hohe Kombos zu machen. Und das war's. Für was anderes kann man sie nicht gebrauchen, weil im Endeffekt kannst du halt damit irgendwie deine 1-Million-Kombo machen, weil, okay, nicht 1 Million, aber sagen wir mal, bei einem Gegner, der 100.000 Leben hat, kannst du den halt im Endeffekt 100.000 Mal hitten. Und ja, das ist der einzige Trick der Fall. Und es ist eine dumme Fähigkeit, die ich niemals benutzen werde, weil ich brauche keine hohen Kombis. Ich habe einmal einen 6.000er Kombi gemacht mit dem Trick und das hat mir gereicht. Das heißt im Endeffekt die ganze drücken. Voll spannend, aber es gibt ein Achievement dafür in Tales of Silence. Und das muss man haben. So, ich denke, wir gehen jetzt hier zur Heliborg-Festung. Ah, hier, Druids Geschichte. Fällt mir jetzt auch auf erst hier, dass da oben auch immer eingeblendet wird hier. Druids Geschichte. Finde ich ganz interessant. Also, ich hoffe, wir werden da wirklich hier viele von solchen Kapiteln haben. Und nicht nur immer so, ja, und er hat das gesagt. Und dann halt irgendwie so ein Kapitel oder so hat halt jeder Charakter. Sondern wirklich so, ich weiß nicht, so 10 oder so. Wäre schon echt schön. Ja, so mit ein bisschen Background-Story, sowas fände ich ganz nett. So, wir ignorieren nicht alle, weil ihr gebt mir eher alle kein Leder. Warum nicht? Ich hasse Leder und Katzen. Furchtbare Sachen. Weil Katzen finde ich nicht und Leder finde ich nicht. So. Laufen wir also kurz nochmal zur Heliborg-Festung und 100 Gold! Hey, unsere Finanzen gehen immer bergauf, Leute. Ich hoffe einfach mal, Leute, lassen mal ein bisschen mehr als 100 Gold hier liegen. Kann ich mal jemand so 20 Millionen einfach mal so liegen lassen? Das passiert mir auch immer oft. So, Elementeherz. Wunderbar. Ich will doch nur ein Leder. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach, das ärgert mich gerade voll. Jetzt haben wir jedes dumme Item ein, aber nirgendwo ein einziges Leder. Hä? 50 Gold. Was war das hier gerade, was wir eingesammelt haben? Bestiendung. Was ist ein bisschen Dung? Ach, Dung. Wunderbar. Dung wollte ich schon immer haben. Kann man nicht irgendwie Aufgaben tötet 20 von dem Monster haben? Das sind meine Aufgaben, Leute. Das sind super Aufgaben. Und hier ist nicht mal was. Es wird immer schlimmer. So. Gut, wie lange haben wir noch? So knapp 4 Minuten. Da sollten wir es vielleicht noch zur Heliborg-Festung schaffen. Ah, ja, gar noch nicht. Halt, ja, ganz klar. Ja, darf ich anfangen? Dankeschön. So. Weg da. Bäm. Camp. Tja, und da kommt die Verbindungskanone. Die haut einfach rein, da kann man nichts dagegen sagen. So,
Ach, mir gefällt es. Ich frage mich, ob wir noch andere solche Waffen bekommen werden in dem Spiel. Also, ob wir jetzt hier, also nur in Anführungsstrichen auf hier. Warte. Knarren. Supertitel. Erfinderisch. Ob wir halt im Laufe des Spiels halt noch mehrere Waffen so haben können, zwischen denen wir switchen können. Oder halt das im Endeffekt, also, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur zwischen den Schwertern. Also, da werden wir natürlich andere Typen auch bekommen. Und halt den Pistolen hier bleibt. Oder ob wir da auch andere Waffen bekommen können. Wäre, denke ich, ganz interessant zu wissen. Eine Gatling Gun. Ey, Leute. Zwei Gatling Guns. Ey, wenn das Spiel das hat, Leute, dann ist es das Game of the Year. Dann ist es das Game of the Year hier. Zwei Gatling Guns und dann hier die Gegner weghauen. Wäre auch ganz lustig. So, so, ist da nochmal ein kleiner Secret-Gegner? Ach, schade nicht. Ach, naja, ich bekomme eh nur 95 Erfahrung dadurch. Ich fühle mich immer noch so veräppelt dadurch. Puddingkuchen. Dann nehmen wir halt mal einen Puddingkuchen ein. Voll dumm, das fand ich auch unter Ziel 1. Warum können wir nur ein einziges Mal das Essen haben? Du kannst jedes Essen immer ein einziges Mal dabei haben. Richtig blöd. Das heißt, wenn du das einmal benutzt, entweder und das nochmal haben willst, musst du erstmal wieder in eine Stadt gehen und es dir kaufen. Finde ich nicht schön. So. Ach Leute, hätten wir bloß die Schnellreisefunktion, das wäre alles so viel leichter. So. Alle, hopp. Eisenhand. Wunderschön. Aber nirgendwo dieses dumme Leder. Dieses Leder, das macht mich gerade fertig hier. Eisene Elementarherz. So, jetzt haben wir es hier zur Heleburg-Festung geschafft. Ach, ich mach mal einfach das Event hier noch in dem Part. Ich habe da jetzt Lust drauf. So, bin ja gespannt hier, was der Trudy Boy hier noch so Wichtiges zu sagen hat. Was der schon wieder für Machenschaften hier treibt. Der Trudy hier, der Kleine. So, wo müssen wir hin? Das wird aber jetzt nicht markiert, oder? Schauen wir mal, gehen wir mal hoch. Eher nicht. Warte mal. Oh, natürlich ganz oben. Natürlich ist es ganz oben. So, dann. Da und da irgendwo vorne in den Aufzug. So. Es gab auch hier einen, der uns immer hinportet oder so. Also, wenn wir mit ihm sprechen. Wo ist der Typ? So, da lang. Laufe ich gerade total falsch? Scheint mir so. Okay, wieso wie es aussieht, werden wir doch das Event nicht in dem Part haben. Dann machen wir das hier, würde ich sagen, erst im nächsten Part hier von Tales of Celia 2. Bis dahin dann zumindest, euer Dimes Morphix. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Haut rein und